Unser heutiges Studiopublikum ist auch stellenweise verdammt musikalisch. Jetzt geht es um einen jungen Mann, der erst 18 oder 19 Jahre alt ist, letztes Jahr Abi gemacht, kommt aus dem wunderschönen Viersen, studiert zurzeit in Essen Bassismus auf. Er studiert Jazzbass an der Folkwang-Universität der Künste. Leon Kunze, Leon! Hi. Hi, Leon. Leon, du bist nicht alleine hier. Neben dir sitzt Leon. Großen Applaus für den zweiten Leon, der neben dir ist. Und wir haben was Tolles, von euch im Netz gefunden. Könnt ihr euch denken, worum es geht? Also, wenn du schon so fragst, wahrscheinlich nicht um unsere Band. Es geht um eure Band, Bioholz. Ah, ja, gut. Was, vor allem, was ist das für eine Band? Erklär das mal den Leuten, die dieses Video, wo du den Text vergessen hast, noch nicht gesehen haben. Hey. ja, gute Frage. Falls ihr das Video nicht gesehen haben, wo Leon den Text vergisst, das zeigen wir mal ganz kurz. Hier vergisst Leon den Text. Schön. Wenn ich ein Einhorn wäre, Michael Bay. Wenn ich ein Einhorn wär, dann wär mein Leben nicht super. Und oh Gott, scheiße. Was war da los, Leon? Ja, der Witz ist bei dem Song, den habe ich A, selber geschrieben und B, vergesse ich jedes Mal an irgendeiner Stelle den Text. Das kann mir nur vorher nicht aussuchen, wo, das ist das Problem. Was war das für eine Person neben dir, in einem Weihnachtsbaumkostüm? Oder was? Ach so, ja, was meinst du? Neben dir, links neben dir saß eine Person im Weihnachtsbaumkostüm. Nee. Nein? Nein. Hab ich geträumt. Naja, das war ein Auftritt vom Young Talents Wettbewerb am 29. April 2016. Und ich frage mal ganz kurz, Dende, ist dir das schon mal passiert, dass du einen Song zweimal machen musstest, dass du irgendwas vergessen hast? Ja, ich kann diese Teleprompter wärmstens empfehlen. Du bist eigentlich ein One-Take-Typ, oder? Eigentlich schon vom Typ. Sollte man Musikern eine zweite Chance gewähren? Zweite, dritte, vierte, bitte. Meine Damen und Herren, würden Sie Leon und seiner Band heute Abend hier live eine zweite Chance gewähren? Dann, meine Damen und Herren, schnallen Sie sich an und halten Sie sich fest, hier ist die zweite Chance von Leon. Meine Damen und Herren, erleben Sie jetzt in einer Welturaufführung die Band Bioholz aus Viersen featuring William Cohn als Weihnachtsbaum und der Ina Müller von ZDF Neo, Jan Böhmermann, mit einer textsicheren Version von Wenn ich ein Einhorn wäre. Sein hängt mir zum Halse raus. Ich wär so lieber ein Tier. Doch ich könnte nicht vieles sein. Nein, eigentlich fällt mir nur eines ein. Eines, das fliegen kann und wird. Und es alle! Wenn ich ein Einhorn wär, dann wär mein Leben ungefähr so action wie ein Film von Michael Bay. Ich wäre Playboy Number One. Und Schluss jetzt mit dem Alltagstrott. Ich frag einfach den lieben Gott, ob ich nicht jetzt gleich ein Einhorn sein kann. Denn wenn ich ein Einhorn wäre, dann hätte die Welt doch viel mehr glitzernden Charme und rosa-rote Eleganz. Wenn ich ein Einhorn wäre, schauten alle hinterher bei meinem vierbeinigen Regenbogen aus Kunsthand.
morgen bei iTunes. Das war Prism is a Dancer.